Ja, liebe Community, ich freue mich ganz herzlich, euch einen kurzen Rückblick auf meine 45. Kalenderwoche geben zu können. Spannende Woche. Das Ganze ging los mit einem Gastvortrag von Professor Eyal Zimlichmann. Das ist der Chief Medical Officer und Chief Innovation Officer vom Sheba Medical Center in Tel Aviv, der uns besucht hat in Essen am Uniklinikum und einen Vortrag gehalten hat zum Thema Zukunftsmedizin. Denn ihr müsst wissen, dieses Sheba Medical Center gehört zum einen zu den 10 besten Krankenhäusern der Welt und zum anderen gehört es zu den am stärksten digitalisierten Häusern. Das könnt ihr auch daran erleben, dass im nächsten Jahr es große Initiative ausgerufen wurde, die virtuelle Realität. Das ist etwas, was dort im Krankenhaus genutzt wird. Zum Beispiel kann man über Virtual Reality Dosis von Medikation, von Schmerzmedikation reduzieren. Alles Weitere könnt ihr hören in einem DigiHealth Talk, den ich mit ihm aufgenommen habe, den wir in Kürze ins Netz stellen werden. Nach diesem inspirierenden Vortrag ging das für mich dann weiter nach München. Dort durfte ich eine Keynote Lecture halten beim DigiMed Bayern Symposium, ausgerichtet von Herrn Professor Schunkert. Ich hatte Gelegenheit, mit der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Frau Hummel, sprechen zu dürfen. Und wir konnten uns austauschen zum Thema Smart Hospital Initiative in Essen. Das war ein sehr, sehr gutes und konstruktives Gespräch. Und was für mich natürlich besonders schön war, ich hatte Gelegenheit, einige Top-Wissenschaftler kennenzulernen. Professor Mann oder Professor Haverlach, das war einfach klasse. Von dort ging es weiter nach Berlin. Ich hatte gemeinsam mit David Matusiewicz die Möglichkeit, Herrn Baas zu sprechen. Wir haben einen DigiHealth Talk mit ihm gemeinsam gemacht zum Thema digitale Versorgungsgesetz. Warum? Das ist zum einen an dem Tag verabschiedet worden. Das war natürlich hervorragend, diese Aufbruchstimmung mitzuerleben, auch von Herrn Dr. Ludewig, der dort, ich sag mal, einen Vortrag gehalten hat und nochmal die 12 Monate Revue passieren ließ, was dort alles im Vorfeld passiert ist, auch mit den Sorgen, die ja gerade wenige Tage vor Verabschiedung des Gesetzes nochmal evident wurden. Ich sage immer, wir brauchen die Digitalisierung, um das Gesundheitswesen nach vorne zu entwickeln. Alles andere würde bedeuten, aus lauter Angst vorm Tod begeht man Selbstmord. Also, das war ein richtiger und wichtiger Schritt. Und Herr Baas war eben in Berlin, weil das die Verleihung des Healthy Awards war. Und der Healthy Award, das ist eine Initiative von der Techniker Krankenkasse gemeinsam mit dem Handelsblatt, wo wir als Universitätsmedizin Essen die wissenschaftliche Begleitung vornehmen durften, nämlich die Auszeichnung von den besten Start-ups, von jungen Talenten etc. Tolle Initiative, hat viel Freude gemacht. Der nächste Schritt, den wir dann hatten, das war die ganze Thematik Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall. Das ist etwas, was ich noch sehr gut erinnere. Ich war zum damaligen Zeitpunkt in Kiel, erinnere ganz genau, wie ich am Schreibtisch saß und überlegte, sollst du jetzt nach Berlin fahren oder nicht? Ich habe es nicht getan, es war ein Fehler. Aus dem Ereignis habe ich gelernt, wenn es diese unwiederbringlichen Momente gibt und man sich sagt, will ich teilnehmen oder nicht, auch jetzt an euch Jüngeren gerichtet, macht es einfach. Rafft euch auf, weil das ist Geschichte oder was auch immer, Sport miterleben zu den einmaligen Gelegenheiten. Das andere, was ich mit dem Mauerfall verbinde, das möchte ich auch noch sagen, das ist die Thematik Pflege, Logopädie, Physiotherapie, damals, was die Qualität betraf, auch von der Ausbildung her in der DDR. Und das haben wir im Westen nicht verstanden zu transportieren. Das gehört auch in den Themenkreis. Man hat die Bevölkerung in der DDR in diesen Bereichen eben nicht adäquat mitgenommen. Wir müssen daraus alle lernen, auch für die Gegenwart. Aber es war schon bedeutsam. Ich habe eine Logopädin damals kennengelernt, was die für ein Wissen hatte, auch von ihrer Ausbildung her. Das ist schon beeindruckend gewesen. Euch allen wünsche ich einen super Start in die neue Woche. All denjenigen, denen es nicht gut geht, gute und rasche Besserung. Und bitte nicht vergessen, Hashtag keine Lust auf schlechte Laune und Hashtag mehr Menschlichkeit. Euch alles Gute.